Im nordrhein-westfälischen Beckum wurde das erste Wohnhaus gedruckt. Die Innovation des Häuserdrucks soll zukünftig eine kostengünstige und zeitsparende Alternative sein. Bei dem 3D-Drucker für den Betondruck handelt es sich um den sogenannten BOT 2. Dieser verfügt über einen anpassbaren Druckerkopf. Zusätzlich Schlitten in X-, Y- und Z-Richtung. Bei dem druckbaren Material handelt es sich um einen werksfertigen Trockenmörtel. Druckbarer Mörtel unterscheidet sich durch seine mineralischen Komponenten und Additive, ebenso recycelte Materialien. Der Druck erfolgt frisch auf frisch, das bedeutet, die Schichten der gedruckten Elemente haben keine Trocknungszeit, sondern können Schicht auf Schicht gedruckt werden. Durch dieses Verfahren kann Zeit gespart werden. Momentan ist der Rohbau des Mehrfamilienhauses in Beckum fertig gedruckt. Der nächste Schritt wird der Innenausbau des Gebäudes.